Willkommen zu Markets on Air. Auftakt: USA und EU sprechen über Freihandel. Der US-Präsident Barack Obama im Juni in Berlin. Ein wichtiges Thema bei seinem Besuch: der Freihandel mit der EU. Beide Seiten gaben zuvor grünes Licht für Verhandlungen. Die Bundesregierung verspricht sich von einem Freihandelsabkommen eine Stärkung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes auf beiden Seiten des Atlantiks. Beispiel 1, ein deutsches Pharmaunternehmen. Ein neues Medikament zu entwickeln, braucht viel Zeit. Soll die Arznei zusätzlich auch in den USA verkauft werden, wird der bürokratische Aufwand für die Lizenzen sehr hoch. Solche Handelshemmnisse sollen entfallen. Derzeit summiert sich der Handel mit Waren zwischen den USA und der Europäischen Union jährlich auf zusammen rund 500 Milliarden Euro. In einem freien Markt gäbe es Spielraum nach oben, auch für Deutschland. Beispiel 2, das deutsche Unternehmen Schott in den USA, ein Glasspezialist. Ob Rohmaterialien oder Fertigprodukte, alles wird zwischen den Schott-Niederlassungen in Europa und den USA hin und her verschifft. Für den Zoll und die Zertifizierung zahlt das Unternehmen Millionen. Das Geld könnte man sparen, gäbe es ein Freihandelsabkommen. Doch ein Vertrag verspricht auch andere Vorteile. Schott erfindet ständig neue Produkte. Es wäre gut, wenn wir dieses geistige Eigentum nicht mehrfach in Europa und in den USA schützen müssten. Das gilt für Innovationen in Glas, Keramik oder andere Materialien. Die Manager der deutschen Unternehmen in den USA wollen den Freihandel. Die EU rechnet mit einem Abschluss der Verhandlungen nicht vor 2015. Abgehoben, A350 geht in die Luft. Erstflug in Toulouse. Der Langstreckenflieger von Airbus ist leichter und leiser. 12 Milliarden Euro hat die Entwicklung gekostet. 4 Stunden dauerte der Jungfernflug. Bis Passagiere einsteigen können, dauert es aber noch. Ende kommenden Jahres wird die erste Maschine ausgeliefert. Ausgerechnet, Vermögen ungleich verteilt. Die Bundesbank hat das Vermögen der Deutschen berechnet. Nach Abzug von Schulden besaßen die Haushalte zuletzt 195.000 Euro. Regional gibt es aber ein großes Gefälle. In Bayern, Baden-Württemberg und Hessen liegt es doppelt so hoch wie in Gesamtdeutschland. In den ostdeutschen Bundesländern ist das Vermögen besonders niedrig. Ausgestiegen. Siemens schließt seine Solarsparte endgültig. Der Konzern hatte vor gut einem halben Jahr seinen Ausstieg aus dem Solargeschäft angekündigt, aber vergeblich nach einem Käufer gesucht. Insgesamt bleibt die deutsche Solarindustrie eine wichtige Säule für die Wirtschaft. Die Branche exportiert zunehmend nach Afrika und Asien. €19,2 Milliarden investiert der Bund von 2013 bis 2016 in den Straßenverkehr. Das sind knapp 5 Milliarden Euro pro Jahr. Der Bundesverband der deutschen Industrie kritisiert die Summe. Die Investitionen für die Erhaltung und den Ausbau sollten höher sein. Deutschland lebe von der Substanz, so der BDI. Weltmarktführer, Spezialtransporter für Asien. Dies ist ein Schlacke-Transporter. Er wird in ein chinesisches Stahlwerk geliefert, transportiert dort 1400 Grad heiße Schlacke. Der ostdeutsche Hersteller Kiro ist Weltmarktführer für diese Spezialtransporter. 95% gehen in den Export nach Südamerika und Asien. Fast alle Teile werden hier noch selbst gebaut. Die Firma bildet aus. Der Chef kennt alle Mitarbeiter. Produziert wird in Leipzig, direkt neben einer alten Textilfabrik, die längst nicht mehr in Betrieb ist. Made in Germany heißt für den Chef Zuverlässigkeit. Also es gab einen Fall, da hat ein Kunde einen Transporter aus China bestellt. Der hat 2 Kübel gehoben, ist auseinandergebrochen. Und die haben dann sehr schnell danach bei uns bestellt. Das ist alles schon passiert. Ein Verkaufsgespräch, diesmal mit Weißrussen. Eines dieser Spezialfahrzeuge kostet bis zu 1 Million Euro. Mehr als ein Dutzend davon hat das Unternehmen in diesem Jahr schon verkauft. Kunst in Basel, lukrative Anlage. Die Art Basel. Die wichtigste Messe für zeitgenössische und abstrakte Kunst in Europa lockte auch Anleger an. Ein Mobile vom US-Künstler Alexander Calder, verkauft für 7,5 Millionen Euro. In Basel wurden Kunstwerke im Wert von insgesamt 1,5 Milliarden Euro angeboten. Das entspricht dem jährlichen Haushalt kleiner Länder wie Moldawien.
Es gibt unheimlich viel Geld von den Ultrareichen, die hier investieren. Das liegt unter anderem daran, dass neue Gesetze das Geldanlegen in Steuerparadiesen erschweren. Das Geld fließt nun in Aktien, Kunst und andere Anlagen wie Gold, Diamanten, Weine und teure Autos. Für fast alles findet sich derzeit ein Käufer. Mit 50.000 Euro gehörten diese Collagen zu den preiswertesten Kunstwerken. Und das war Markets on Air.